Yo, was geht ab, Freunde? What's poppin' YouTube und willkommen zu einem Retro-Video auf meinem Kanal. Denn heute haben wir die alten FIFA-Teile am Start. FIFA 16, 17, 18, 19 bis 23 ist alles dabei. Und wir werden heute in jedem FIFA ein Footdrop bauen. Also lehnt euch zurück und kennt euch. Es wird so geil zu sehen sein, wo Spieler früher noch gespielt haben. Das hat man teilweise schon vergessen. Oder das Rating von den Spielern zu sehen. Überlegt mal, wo Mbappé 2016 war. Was er für ein Rating hatte beispielsweise. Und wo er heute ist. Und das ist mit ganz vielen anderen Spielern auch so. Spieler, die bei Liverpool waren, heute vielleicht bei Barcelona sind. Oder vielleicht sogar bei Bayern München. Die damals die krassesten Tots-Karten hatten. Ey, es wird ein sehr geiles Video, Freunde. Lehnt euch zurück, gönnt euch das ganze Video. Lasst natürlich ein Like da. Vielleicht habt ihr Bock, dass ich das Ganze mit Packs mache. In jedem FIFA ein Pack. Oder in jedem FIFA ein Walkout. Oder in jedem FIFA eine Hero. Ja, okay, übertreibt nicht, wie viele Packs soll ich ziehen, dass ich eine Hero in jedem FIFA ziehe. Vor allem gab es noch nicht mal Heroes jedes FIFA. Ja, dann halt Icons. Leute, lasst einfach Liebe da. 6000 Likes will ich hier sehen. Lasst ein kostenloses Abo da. Und wir fangen an mit FIFA 23, denn das ist das aktuelle FIFA. Und dann arbeiten wir uns nach oben. 16, 17, 18, 19, 22. Okay? 16 sah so aus. 17 sah so aus. FIFA 18 sah so aus mit Cristiano Ronaldo. FIFA 18 sah so aus mit Cristiano Ronaldo auch. FIFA 16. Sah so aus. Das ist irgendeine Sonderedition, die ich von FIFA bekommen habe oder so. Ja, und den Rest habe ich nur als virtuelle CD und nicht als CD, also bei PlayStation gekauft. Wir starten rein mit FIFA 23 und wir wissen, dass man momentan in FIFA 23 geisteskranke Drafts bauen kann. Man kriegt Tottis, man kriegt Icons, man kriegt Totti-Icons, Future Stars, alles, was das Herz begehrt. Und das ist das, was ich meine. Man kriegt so krasse Karten momentan. Wird das in den anderen FIFA-Teilen auch so sein? Von FIFA 16 bis FIFA 22? Werden wir gleich sehen. Und Freunde, das heutige Video wird von meinem Partner Lootboy unterstützt. Eigentlich sollte jeder von euch Lootboy bereits kennen. Falls nicht, Lootboy ist komplett kostenlos. Ihr könnt Lootboy auf iOS, App-Galerie, Android und natürlich auch PC zocken. Und es gibt wieder die Foot-Foot-Foot-Aktion. Das bedeutet garantierte FIFA-Points für uns alle. Das heißt, jeder, der ein 10er-Bundle kauft, egal ob für Echtgeld oder für Diamanten. Hier oben könnt ihr sehen, ich habe wieder genug Diamanten gesammelt. Das heißt, ich kriege das 10er-Pack heute umsonst. Der bekommt nämlich zusätzlich zu dem 10er-Bundle noch ein garantiertes Pack, wo FIFA-Points drin sind. Ganz, ganz wichtig zu erwähnen, die Aktion geht nur von heute, also Donnerstag, den 23.02.2023, bis Sonntag, den 26.02.2023. 23.59 Uhr, okay? Wer danach sich ein 10er-Bundle holt, gilt nicht mehr. Der bekommt dann nur das 10er-Bundle. So, wir holen uns jetzt das 10er-Bundle für 1250 Diamanten, bestätigen das Ganze und ich hoffe, in diesem Pack sind noch FIFA-Points drin, beziehungsweise in eins von diesen 10 Packs, denn es können in diesen Packs noch FIFA-Points drin sein, im Wert von 500 FIFA-Points bis 12.000 FIFA-Points. Und die goldenen Karten in diesem Pack sind immer Full-Version PC-Games. Nächstes Pack. Oh, 500 FIFA-Points, das meine ich. Schon mal ein bisschen Luck gehabt. Und wir haben noch ein paar Packs vor uns. Komm schon. 1000, ey, nächstes Pack, 1050 FIFA-Points. Lange nicht so viel Luck gehabt, for real. Ihr habt es gerade gesehen, wir haben zweimal FIFA-Points gezogen aus dem 10er-Bundle. Hier ist jetzt noch das garantierte FIFA-Points-Pack. Das öffnen wir jetzt auch nochmal. Da kann auch was Dickes drin sein. Okay, wir haben 1500, 500 und 500 FIFA-Points gezogen. Also, schön. Gut. Plus das Black Market Pack gibt es auch nochmal kostenlos dazu. Hier ist nämlich immer so ein Cheat-Chip drin, den könnt ihr dann eintauschen. Gegen Guthaben eurer Wahl kriegt nochmal ein paar Loot-Diamanten und Loot-Coins. Und es gibt natürlich auch wieder einen Code, mit dem ihr Free-Loot-Coins und Loot-Diamanten bekommt. Den verlinke ich euch in der Beschreibung. Der Code ist aber einfach WAKES02. Alles klein, bub einlösen und dann bekommt ihr das Pack. Dankeschön an Lootboy fürs Sponsern des Videos. Und jetzt geht's weiter mit meinem Content. Viel Spaß. Link zu Lootboy ist in der Beschreibung, der Code ist in der Beschreibung. Und alles, was ihr noch braucht, ist in der Beschreibung. Wir fangen an mit dem Jairzinho, den wir leider nicht spielen können, weil er RF ist und man die Position leider immer noch nicht umstellen kann, EA Sports, obwohl ihr das machen wolltet. Wurde ja bestätigt, aber passiert nicht. Aber wir kriegen auch Pelé, World Cup Icon, den wir auf jeden Fall zocken können, der direkt auf 3 Chemiepunkten ist. Wer ist unser Stürmer? Wir hätten einen Brasilianer. Wir hätten einen Brasilianer, der Link zu Pelé. Wir hätten aber auch einen Hero, der Link zu jedem Premier League Spieler dann gleich. Und das ist sogar sehr gut. Ich nehme den Hero mit. Icon, Hero und dann neben Icon und Non-Rare. Immerhin Joao Felix. Immerhin, immerhin, immerhin. Diese Team of the Tournament Karten sehen so sexy aus, ne? Wie können die so geil aussehen? Dieses Kartendesign ist für mich eine 10 von 10. Eins der besten Events vom Design her in FIFA 23, für mich persönlich. Totti natürlich kann man nicht schlagen, Totti Icons und so. Aber, ja. Gerade rede ich über Totti, kriege ich Totti Pedri.
Der linkt zwar gerade zu niemanden, aber ich möchte ihn nehmen. Aber Kammerwinger, ah, ist auch cool. Oder Ödegaard, der hat direkt Full Chemie mit den ganzen Spielern. Aber ich will eigentlich Pedri nehmen, weil Pedri einfach ein Macher ist zusammen mit Gavi bei Barcelona derzeit. Was machen wir? Komm, wir bauen ein Hybrid aus La Liga und Premier League. Passt. Wir werden schon die Premier League irgendwie anders voll bekommen. Vielleicht mit Van Dijk Totti. Vielleicht mit Van Dijk Totti. Bremer, Smalling, Hermoso. Wir nehmen Hermoso mit, damit wir auch für Pedri ein bisschen Chemie haben. Vielleicht mit Van Dijk Totti. Oh mein Gott! Oh! Eder Militao oder Nesta? Oh, schwer. Ich nehme lieber den Totti anstatt den Totti-Icon mit. Vor allem, der passt auch gut ins Team. Da haben wir schon mal wieder ein bisschen der Liga. Plus Brasilianer, Link zu Pelé und Link zu Casemiro. Geisteskranker Link. Ich wollte Totti van Dijk haben und krieg einfach... Junge. Die La Liga ist jetzt ja schon fast full. Das war ja perfekt, dass ich Gavi, Pedri mitgenommen habe. Hier im Tor noch was anderes Schmackofatziges. Rulli. Falls wir Messi bekommen sollten, Link für Messi. Ne? Ich glaube, damit macht man nichts falsch. Oder Leno, dann haben wir hier nochmal einen Premier League-Spieler. Premier League, Rulli. Rulli wird halt alle La Liga-Spieler full machen, außer sich selbst. Und Leno wird halt zum Großteil die Premier League unterstützen. Ich nehme Rulli mit. Rulli ist es. Rechtsmittelfeld. Ich weiß gar nicht, ob man RMLM gute Karten bekommen kann. Kannen Legria. Das ist meine Kamera gewesen, mit der ich damals Vlogs gemacht habe. Und LM Chong. Ey, den musste ich doch in den alten FIFA-Teilen mal discarden, ne? Der hatte so eine SPC-Karte. Witzig. Okay, 30 Chemie und 89er Rating. Wir brauchen aber noch ein paar krassere Karten jetzt hier, damit dieses Draft nochmal richtig, richtig krass wird. Ja, so zum Beispiel. Über sowas habe ich gesprochen. Wir haben zum einen Cantona, haben den Franzosen Koundé, der ist aber schon full. Das heißt, wir können theoretisch auch Johan Cruyff mitnehmen. Wollen wir Johan Cruyff mitnehmen? Wir wollen Johan Cruyff mitnehmen. Ja, auf jeden Fall. Und João Félix, du kommst raus. Boah. Weiter geht's mit wem? Rede mit mir. Ruben Dias. Luke Shaw. Ruben Dias, City? Nee. Luke Shaw, Manchester United? Ja. Aber wer soll raus? Hermoso? Plus 3. Digga, wir haben 32 Chemie. Wir haben 32 Chemie und 90er Rating. Das kann echt ein... Nkunku. Oder Hiro Marquisio. Bro, wir haben freie Wahl. Wir haben eh schon viel Chemie. Wir nehmen jetzt einfach Karten mit, auf die wir... Ist das dein scheiß Ernst? Harry Maguire? Ernsthaft? Verfolgst du mich jetzt auch noch? Ich hab da schon Luke Shaw, ich brauch dich nicht. Ich nehme aus Prinzip Pulisic mit. Niemals nehme ich hier Harry Maguire mit. Niemals, Kollege. Es gibt es nicht. Versteht jetzt, was ich meine mit man bekommt geisteskranke Drafts. Versteht jetzt, was ich meine? FIFA 23 Drafts sind momentan verrückt. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Was ich euch erzählen wollte, oder? Ich glaube, das kriegt man mit. Ich glaube, wenn es so weitergeht, haben wir sogar gleich ein 91er Rating. Und dann ist das gefühlt sogar ein Weltrekord. Hier in jedem Draft ein FIFA-Video. Das wäre einfach ein Weltrekord dann. Das ist ja krass. So. Wir sind nicht mehr auf 91, sondern nur noch auf 90. Wir wollen wieder auf 91. EA, wir wollen wieder auf 91. Drei Spieler noch. Gib mir noch einen geilen Linksmittelfeldspieler. Boah. OTW, De Ligt. Jesus Navas, Coleman, Fabio. De Ligt hat das höchste Rating. Vorletzter Spieler, Acuña. Und letzter Spieler ist ein Torhüter. Boah. Sommer bei Bayern, Loris aus der Premier League oder Mondi. Dann gehe ich mal mit Loris und den kann ich theoretisch sogar reinstellen. Dann hätten wir noch mal ein bisschen mehr Rating. Jetzt gucken wir mal, ob wir wieder auf 90 hochkommen, weil das ist unser Ziel. Ne, es gibt aber ein bisschen weniger Chemie als Rulli, deswegen tun wir wieder Rulli rein. Dann ist das jetzt also unser Draft. Der einzige, der nicht auf Full Chemie ist, ist Rulli. Das heißt, ein Argentinier hier auf der Manager-Position würde uns Full... Danke für nichts. Chemie geben. Danke für nichts. Wir nehmen mal den Premier League Manager mit und gucken mal, wie das aussieht mit Loris. Guckt euch die Übersicht an, so schön. Einfach nur schön, 121. So sah das Ganze nicht in den alten Drafts aus. Wenn ich umrechnen müsste, wäre das jetzt ein 191er Draft. Weil ich mache immer 30 Chemie ist gleich 100 Chemie und dann das Rating dazu. Also rechnen wir immer so zusammen. Checkt ihr, was ich meine? 191 wäre das jetzt in dem Fall. Sehr schönes Draft mit Cruyff, Pelé, Pedri, Eder Militao, Totti und.
Mal schauen, was für Ratings wir in den anderen FIFA-Teilen bauen. Viel Spaß jetzt mit FIFA 16 bis FIFA 22. FIFA Points habe ich keine, Coins habe ich aber welche. Und deswegen benutzen wir unsere ersten 15.000 Coins. Wir spielen gegen Ultimativ. Oh, die 4-3-3 ist am Start. Die 4-3-3 defensiv. Ich glaube, da müssen wir nicht lange überlegen. Wir nehmen die Standard 4-3-3 Formation mit. Wir können Messi bekommen, Neymar bekommen und andere geile Karten bekommen. Damals gab es ja nur Icons auf der Xbox, ne? Deswegen habe ich damals FIFA auf der Xbox gezockt, für alle, die es gar nicht wissen. Und irgendwann hat PlayStation sich die Lizenzen für die Icons gekauft und dann bin ich direkt auf PlayStation rübergegangen, weil ich PlayZ viel mehr gefühlt habe als Xbox. Sterling hatte damals noch ein 83er Rating, krass. Jordi Alba ein 84er und Iniesta ein 88er Rating. Dann würde ich sagen, starten wir mit einem goldenen Iniesta rein. Im Mittelfeld, Barcelona-Legende. Und wenn wir jetzt die andere Barcelona-Legende bekommen, Lionel Messi. Oh! Junge, was? Wozu mache ich meine FIFA 22 Drafts? 99er Messi in FIFA 16. Ich starte jetzt immer hier meine Draft Challenges rein, glaube ich. Das macht ja richtig Bock. Iniesta, grüner links, 99er Messi. Hilfe! Dieses Spiel mag ich. Und wir gehen zum nächsten Spieler rüber. Unser Stürmer. Unser Stürmer würde Griezmann. Damals noch, ja, 89er Rating. Super Karte. Man of the Match Karte ist das, ne? Krass. Ist das eigentlich eine Totti-Karte von Messi oder Team of the Season-Karte da oben links? Ich kann das gerade nicht mehr erkennen. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. So, wir nehmen den 82er hier mit. Bis jetzt nur La Liga-Karten. Interesting, interesting. Oh, Roberto ZM? Das ist ja komisch. Nächste Barcelona-Karte. Ey, können wir mal... Oh! Matuidi bei PSG mit 85, Toni Kroos bei Real Madrid mit 89 und ich glaube, das ist eine Record-Breaker-Karte, oder? Das Kartendesign sieht schon geil aus, wenn ich ehrlich bin. Bayern München Vidal, geile Karten. Ja, 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 Touré, Colo, Colo, Colo. Ey, ich muss sowas öfters machen, so Retro-Videos, die bocken unnormal. Maxwell, PSG Maxwell, den kenne ich ja gar nicht mehr, aber hat eine coole Karte gehabt. Hat eine sehr coole Karte gehabt. Maicon damals noch bei Rom. Van der Wiel damals noch bei PSG. Komm, dann nehmen wir Maicon mit. Mit dem Brasilianer kann man, glaube ich, nichts falsch machen. Wo sehe ich aber, wie viel Chemie ich so mehr bekomme? Ich check gerade gar nichts. Hier steht ja nicht mal, wenn ich die Karten switche, ob ich... Ah doch, plus 3 Chemie. So, wir sind schon bei der Innenverteidigung angekommen. Wichtig und richtig. David Luiz, ich weiß noch, der hat in irgendeinem FIFA so eine krasse ZTM Special-Karte, SBC-Karte bekommen, ne? Vielleicht kriegen wir die ja später in irgendeinem Footdraft. Und PP damals noch bei Real Madrid, auch mit einer schmackhaften Karte, nehmen wir auch mit. Sehr schön, grüner Link zu Toni Kroos. Und dann noch unser Torhüter, Siriju. Ha, Siriju, Miriju, Ruffier. Komm, wir nehmen einfach Julius Caesar mit. Den gibt's doch auch noch. Und dann sind wir auch schon auf der Reservebank angekommen. Schmeckt. Schmeggeri, schmeckt, schmeckt. Boah, wie geil waren diese pinken Karten. Waren das Footies damals? Ich glaube, das waren Footies, oder? Da steht halt nie, was das für Karten waren, wenn ich R3 drücke oder bin ich irgendwo lost. Stimmt, man muss dir mal Teamfitness geben. Ich nehme mal Verratti mit. Den kann man zur Not hier mit Maxwell oder so später linken, aber das gibt momentan noch Minus-Chemie. Deswegen lassen wir das jetzt erstmal sein. Kagawa. Boah, ich weiß noch, der war damals ein Ausnahmetalent. Jeder hat gedacht, der wird verrückt, verrückt gut. Juan Fran. Will ich eigentlich nicht reinstellen, aber wir wollen ja auch früh Chemie haben, ne? Deswegen erstmal rein. Ich kenne mich halt gar nicht mehr so krass aus. Thomas Müller mit einer 90er Bewertung. Pedro bei Chelsea. Di Maria. Okay. Thomas Müller. Sehr gut. Flügelspieler damals noch gewesen, oder was? Lewandowski mit 88. Philippe Luis mit 83. Hulk mit 88. Cool. Okay, okay. Philippe Luis. Bob, Bob. Dann haben wir wenigstens schon mal eine 100er Chemie. Das schmeckt. Aber ich will eigentlich High-Rated-Karten spielen. So. Harry Kane. Ich dachte jetzt so, Harry Kane. Locker 90 plus. 82. Der hatte damals 82. Bro, jetzt hat seine Goldkarte schon 90. Khedira, Oscar. Ja, okay, dann scheiß auf Harry Kane. Nehmen wir Oscar mit. Voll interessant, diese ganzen Karten zu sehen, ne? Boah, Di Maria in einer Special-Card. Okay, jetzt machen wir es. Di Maria tue ich rein. Verratti tue ich rein. Und unseren Linksverteidiger tun wir rein. Götze, Sterling. Crazy. Di Maria, Bob. Iniesta mit dem tauschen, Verratti hier rein und zu guter Letzt noch Maxwell hier rein. Geil, so sieht das geil aus. Ein paar Spieler haben wir noch auf der Bank. Ein paar Spieler haben wir noch auf der Bank. Bia Biani. Ey, diese Spieler waren damals so OP. Damals war Pace wirklich alles, ne? Sanchez,
Silver. Silver nehmen wir mit. Die Karte sieht geil aus. Boah, Mann. So eine Flashbacks kommen hier gerade hoch. Valbuena, Mahrez, Vidal bei Bayern München, ey. Guck mal hier, Philipp Lahm 90 rated. Ich kann nicht mehr. Das waren Zeiten. Heutzutage hat Philipp Lahm einfach eine Icon-Karte. Cool. Carvajal bringt uns hier am meisten, deswegen nehmen wir Carvajal mit. Bob plus 3 Chemie nochmal. Dann kommen wir vielleicht sogar so auf eine 100er Chemie mit dem Manager. Jimenez, Team of the Season. Okay, dann ist es da oben eine Team of the Year Karte. Jetzt habe ich es gecheckt. Wir haben da oben eine Team of the Year Karte von Messi. Das hier waren Team of the Season Karten. Geil, haben wir direkt Totti Messi bekommen. Interessant, interessant. Wen nehmen wir hier jetzt noch mit? Asenio, oder? Eigentlich egal, wen wir hier mitnehmen. Wir nehmen einfach mal Asenio mit. Guck mal, bringt er was? Das ist unser Team, Freunde. Totti, Messi, Iniesta, Kroos, Di Maria. Geiles Team, Mann. Geiles Team. Hoffentlich gibt der Manager uns 2 Chemiepunkte. Der gibt uns ein. Der gibt uns auch nur ein. Der gibt uns ein. Der gibt uns ein. Und der gibt uns 2. Bro, der Bronze hat uns 2 Chemiepunkte gegeben. Footdraft-Übersicht in FIFA 16. Totti, Messi, Kroos, Julius Caesar. Ich würde sagen, wir gehen rüber in FIFA 17. Reus damals noch als Coverstar in FIFA 17. FIFA 17 Footdraft. Das sah schon geil aus irgendwie, ne? Wenn ich ehrlich bin. Rein geht's. Zeig her die Formation. Zeig her die Formation. 4, 2, 3, 1 breit. Ich glaube, wir nehmen die Raute. Wir nehmen die Raute. Die Raute ist es geworden. Die Rautenformation ist es geworden. Und jetzt gibt's Messi als Stürmerkarte mit einem 97er Rating. Was ist das für eine brutale Karte? Neymar mit einem 92er Rating. So sahen die Karten in FIFA 17 aus, Freunde. Mal gucken, wer unser zweiter Stürmer wird. Nach Lionel Messi ein Non-Rare. Doch nicht. Aduriz. Ja, Mann, ich kann mich an den noch erinnern. Den habe ich, glaube ich, damals echt oft gezogen. ZOM vielleicht eine Icon oder so? Gibt's hier Icons? Leider nicht. Hä, die Karten kommen voll komisch so raus, voll langsam, ne? Und Özil lutscht an seinem Daumen damals noch bei Arsenal. Interessant, interessant. Und meine PlayStation 4 macht das, was sie bei euch allen macht. Sie wird auf einmal zum Flugzeug, zu einer Turbine. Hatem, Ben Arfa, Coutinho, Dybala, krass. Okay, wir nehmen mal Özil mit. Team of the Group Stage ist das. Das war ein geiles Event. Da habe ich immer richtig abgesahnt. Da habe ich immer richtig geile Karten gezogen. Carrasco Gold. Der Styler ist am Start. Er ist auch heutzutage noch ein Styler. Auf der rechten Seite wieder Thomas Müller, der war früher Flügelspieler, ne? Voll krass. Okay, der hat wenigstens orangenen Link zu Özil. Und dann haben wir noch wen? Noobs. Felipe Melo. Ah, krass. Ich glaube, ich gehe aber mit San Jose, weil ich denke, wir werden Bundesliga wahrscheinlich raustun. Und mit La Liga fährt man immer ein bisschen besser, oder? Mit La Liga oder Premier League fährt man immer ein bisschen besser. Rechtsverteidiger. Komm schon, zeig her. Was gibt's auf der rechten Seite? Walker mit 82. Auf Ernst? So scheiße war der damals. Dani Alves mit 85 damals. Krass. Jetzt hat er gerade eine 90er-Karte bei Barca, ne? Aber Special-Karte halt in FIFA 22. Boah! Ramos Team of the Season bei Real Madrid. Bro, was der damals noch abgeliefert hat, war nochmal eine andere Geschichte. Als was er heutzutage abliefert, ne? Sage ich euch ganz offen und ehrlich. Garay oder Martinez? Oder Sokrates? Wir nehmen mal Garay mit. Torhüter, dann haben wir die Startelf schon mal fertig. Aha. Ah, okay. Varas, La Liga. Wenigstens grüner Link zu Ramos. Ich fand, Ramos hat zu Real besser gepasst als zu PSG. Ohne Witz. Naja, was soll man dazu sagen? So ist das halt, ne? Geld, Freunde. Geld ist im Fußball mächtig. William ist stark. Wen haben wir noch? Wen haben wir noch auf der Bank? Nichts Gutes. Batshuayi. Okay. Oh, das sieht gut aus. Ich glaube, die Übersicht, das sieht man schon. Ich habe es, glaube ich, jetzt raus. Bro, Arjen Robben. Wann kriegt der eigentlich endlich eine Icon? Di Maria. Eden Hazard, 93 rated. Der war damals noch so krass, ne, der Eden Hazard. Den muss ich mitnehmen. Damals, zu der Zeit bei Chelsea, hat er doch alles auseinandergenommen, ne? Da hat er echt alles auseinandergenommen. Und dann, als er zu Real gewechselt ist, Karriere so. Neymar Junior. Hier schon bei PSG gewesen in FIFA 17, ne? Aber da in seiner Prime 5. Die Baller auch sehr krass. Ich will Neymar mitnehmen. Ich hab Bock auf Neymar. Ich hätte auch Carvajal für die Chemie mitnehmen können. Aber ich wollte jetzt erstmal Neymar haben. Alexandro, Team of the Season bei Juve. Boah, hier kommen so geile Karten, ne? Ich will auch nicht Mario Gaspar mitnehmen, auch wenn er wieder Chemie bringt. Keinen Bock drauf. Ich will so Karten wie Alexandro und so haben. Das bringt mir gerade irgendwie so mehr so Feeling so. Checkt ihr, was ich meine? Scheiß auf die Chemie. Wenn wir dann lieber so
Karten hier haben, die wir noch eventuell einbauen können oder so. Das ist schon geil. Feier ich schon sehr irgendwie. Und wir kriegen bestimmt noch ein paar geile Verteidiger jetzt gleich. Ganz hinten. Oder? Oder? Nein. Oder? Ich habe Oda gefragt. Kriege ich noch ein paar geile Verteidiger? Nö. Vier Spieler noch. Komm schon. Gib was. Oh, Paillet. Nimm mal Parejo mit. Auf Chemie angelehnt. Bisschen brauchen wir dann doch noch. Guck mal, Varane hat eine 84er Bewertung. Hilfe. Einfach eine 84er Bewertung. Mehr nicht. Bonucci hatte dagegen eine 90er Bewertung. Ne? Heutzutage ist das komplett umgekehrt. Varane plus 3. Zwei Spieler noch. Danach baue ich um. In-game. Dann stellen wir um. Lopez. Cool. Super League. Trotz. Und noch ein Torwart kriegen wir dann hier. Ein Silber-Torwart. Das war ja damals immer so ein Ding. Ein Silberspiel hat man immer bekommen, ne? Okay, ich würde sagen, wir kacken einfach auf die Chemie. Einfach für die Feelings haben wir das so gemacht. In FIFA 18 achten wir dann wieder ein bisschen mehr drauf. Ich habe euch ja gesagt, hier gucken wir ein bisschen. Mal so. Das ist auf jeden Fall die Pro-Draft-Übersicht. Sieht auch schon lecker Schmecker aus. Holy moly. Aber jetzt FIFA 18. FIFA 18, was ein geiles Spiel. Das waren damals noch Zeiten. Das hat so Bock gemacht. Wir gehen ins FIFA 18 Draft. 1,4 Millionen Coins habe ich noch. Da gehe ich rein. Was eine geile Bilanz da oben. 4-5-1 Offensiv, 4-3-3 Offensiv. Komm, wir gehen diesmal mit der 4-5-1 Offensiv, weil wir sonst immer 4-3-3 hatten. Diesmal ein bisschen Freestyle, bisschen was anderes, bisschen Mixen. Und da gibt es eine Cristiano Ronaldo. Ich glaube, das ist die Food Birthday Karte gewesen. Plus ein 96er Team of the Season Royce. Ich glaube aber, ich gehe mit Cristiano Ronaldo. Als Flügelspieler macht der schon Bock, weil wir die ganze Zeit Messi genommen haben. Jetzt diesmal Cristiano Ronaldo. Geil, Mann. Geil. Boah, Eden Hazard 93. In FIFA 18 immer noch bei Chelsea gewesen. Das war seine Primetime, ne? Das war seine krasse Primetime. Ich hätte mir gewünscht, dass er da geblieben wäre. Okay, wir nehmen Asensio mit wegen Chemie. Bisschen Chemie wollen wir diesmal haben, habe ich euch gesagt. Stürmer. Lukaku, Team of the Season, Harry Kane, was auch immer für eine Karte das ist. Ich gehe mit Harry Kane. Geil. Boah, was für high-rated Karten wir hier bekommen. FIFA 18 Drafts OP oder was? Ja, okay, das hier ist Flop. Was nehmen wir? Irgendwas juckt nicht. Wir sind schon beim ZM angekommen. Ey, FIFA 18 Drafts waren geil. Das gefällt mir gerade, wie schnell das geht, was für Karten hier kommen. 95er De Bruyne, grüner Link zu Eden Hazard. Dann Bob direkt die nächste Übersicht. Geht schnell hier. Schön Dani Alves von PSG mit einer 90er Bewertung. Dann geht's weiter zu wen? Linksverteidiger. Geil. Rodriguez, damals bei AC Mailand. Mondi, FC Prison-Spieler am Start. Aha. Nehmen wir mit den FC Prison-Spieler. Im Verteidiger. Ich will was Gutes. Ja, doch. Das ist gut. Das ist gut. La Liga, 94. Bro, wir machen hier ganz fette Rekorde gerade, oder was? Sokrates. Nehmen wir Aspi mit. Den kann man notfalls noch mit Hazard linken. So. Und unser Torhüter. Vielleicht mal eine Icon. Bro, Ter Stegen, Tots. Navas in diesem pinken Design wie De Bruyne und Kane. Navas hat einen Link. Ter Stegen hat keinen Link. Doch, Ter Stegen hat auch einen Link. Ja, nehmen wir Ter Stegen mit. Wenn schon, denn schon. Wir haben eine 91er Bewertung. Also das schmeckt komplett gut. Reserve. Handanovic. Sanchez kommt big. Plus Chemie. Oh, falsch gemacht. Warte. Plus Chemie. Plus 17 sogar. Saftig, knaftig. Neymar 97, Marquisio 93. Ey, wer hat Bock auf einen Retro Highest Rated Draft? Ich schwöre, ich habe gerade Bock drauf bekommen. Was kriegt man hier für Karten? Nur 95 Plus Spieler gefühlt so. Moses kommt rein, Bob hier, zack für Dani Alves. Dann können wir die beiden tauschen, plus 3 nochmal. Dann tauschen wir vielleicht hier nochmal, plus 4 nochmal. Neymar bleibt jetzt noch auf der Bank. Aber vielleicht kriegen wir noch was mit Neymar zu linken ist. Und jetzt haben wir hier noch einen weiteren grünen Link und die nächste 95 Plus Karte und zwar ein 97er Aguero. Ich merke gerade schon, in welche Richtung das hier gerade geht. Haben wir gerade so viel Luck oder war das in FIFA 18 einfach so, dass man da solche Drafts bauen konnte? Bro, das ist ja andere Liga. Ich komme ja gechillt gleich auf ein 93er Rating, wenn das so weitergeht. Aber dieses andere gechillt. Der nächste 95er Spieler ist am Start und guck mal nach oben rechts. 93er Bewertung ist da. Leroy Sané von City. Noch ein grüner Link mehr. Also verzeih mir, Isco, aber ich nehme den weiteren grünen Link hier mit. Den grünen Link, den nehme ich mit und die 7 Chemie, die schnappe ich mir. Schmeckt. Vielleicht wird das unser 193er Draft, was wir in FIFA...
22 die ganze Zeit probieren zu bekommen, aber nicht bekommen. Chelsea, wieso minus 3? Okay, weil er keinen grünen Links hat, ne? Bro, ich muss doch Kanté irgendwie einbauen können. Bitte, irgendwie, Kanté. Kanté ist einer meiner Lieblingsspieler. Wieso kann ich den nicht einbauen? Junge, 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 Junge. Eriksen? Nein, 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 nein. Oder Salah? Scheiße, was machen wir jetzt? Ich glaube, ich nehme Salah mit. Oh, oh, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Da nehmen wir Ronaldo raus, den Bruder raus, Kanté rein. Und wenn wir die beiden dann tauschen, dann sind wir hier auf Full Chemie, glaube ich. Dann haben wir hier fast ein 193er Rating. Ach du Scheiße. Und wir haben nicht mal alle Spieler nach vorne sortiert. Vielleicht kommen wir sogar auf 194. Bro, was passiert hier gerade? 193? Das wird's. Das wird's. Mein Erfolgserlebnis kriege ich in Dings. Mein Erfolgserlebnis kriege ich in FIFA 18. Zwei Spieler nur noch. Und wir haben einen 78er Non-Rare da noch links. Vielleicht kriegen wir da noch was Geileres. Nee, leider nichts Geileres. Schade. Wir sind immer noch auf 93. Und der letzte Spieler ist scheiße. Oh, Gott sei Dank, Navas. Ich glaube, wir bleiben auf 93. Wir bleiben nicht auf 93. Aber wenn wir hier einen 88er rüberknallen, dann sind wir wieder auf 93, oder? Wir aktualisieren und wir sind auf einer 93er Bewertung. Wir brauchen einen Chemiepunkt mit dem Manager, dann haben wir einen 193er Draft. Zeig her, gib mir einen Chemiepunkt. Wir haben ein 193 Rated Draft gebaut. Aguero, Kanté, Ter Stegen, Cristiano Ronaldo, alle sind dabei. FIFA 18, dich küsse ich jetzt wirklich. Muah. Cristiano Ronaldo Coverstar. Tschüss. Boah, was ein Team. Was eine Bank. 95er Ronaldo, 97er, 94er Kane. Ach du meine Güte. Liebe, wir gehen rüber ins nächste FIFA. Und das nächste FIFA ist FIFA 19. So, weiter geht's. Mal gucken, ob man in FIFA 19 auch so geile Drafts bauen konnte wie in FIFA 18. Da hatte ich jetzt ja eben die geilste Formation bekommen und es hat direkt geklappt, da ein richtig geiles Draft zu bauen. Wir gehen mal mit einer Fünferkette. 5-2-1-2. Ich will ZOM-Position mit dabei haben, weil man da, glaube ich, immer geile Icons bekommen kann. Was sind das für braune Karten? Rückblick Spieler-SBC. Hier kriegt man SBC-Karten. Hä, wie cool. SBC-Karten im Draft in FIFA 19. Das sollen die mal auch wieder in FIFA 22 reinbringen. Prime-Icon-Moments-Littmann. Icons sind auch drin. Okay, ich merke schon, damals hat das Spiel mir offiziell mehr Spaß gemacht. Wenn so, ich brauche gar nichts erzählen. Ich glaube, ihr seht das selbst mit euren eigenen Ohren. Geisteskrank. Geisteskrank. Guckt euch das an, was man hier für Karten bekommt. Hier SBCs, Prime Moments, alles am Start. Alles am Start. Aua ist noch dabei. Ey, grüner Link zu Dings. Es macht so Bock. Hier Premier League. Pogba mit einer 89er Karte. Guck mal, da tauschen wir die beiden einfach um. Plus 10 Chemie. Gehen wir auf die Rechtsverteidigerposition. Schmackhaft. Einfach nur schmackhaft. Alexander Arnold hat noch eine 78er Bewertung gehabt. 3 Jahre später hat er eine 87er Bewertung. Wie krass ist das denn? Hummels und Süle, beide mit einer 90er Karte jeweils. Hier Tots und hier Team of... Ne, Road to the Knockout, glaube ich. Gehen wir einfach mal mit Süle. Gucken wir nach, wer unser nächster Innenverteidiger ist. Gehen wir mal mit Upamecano. Damals noch bei RB Leipzig, stimmt. Da hat Bayern den ja geholt, ne? Der war so einer der besten Innenverteidiger der Liga. Dann sagt Bayern doch immer so, den nehmen wir mit. Den nehmen wir mit. Das ist unser Mann. So. Ui. Ui. Mignano ist am Start. Ederson, Fährmann, Alisson mit einer 85er Bewertung. Krass, Mann. Okay. Wir sind wieder auf einer 89er Bewertung und einer 87er Chemie. Ist nicht so schlecht, oder? Ist nicht so schlecht, wenn man dann noch einen 99er Pelé dazu bekommt und einen 95er Yashin. Bro, es macht so Spaß. Es macht so verdammt Spaß. Was soll ich machen? Was soll ich euch erzählen? Pelé hier rein. Littmann erstmal auf der Bank. Wir gucken, ob wir den später reintun oder nicht. Mal gucken. Arjen Robben, SBC, Flashback. Hier, Bob, Premium Squad Building Challenge. 93er Karte von Arjen Robben. Einfach mal auf locker bekommen. Junge. Einfach so auf entspannt nochmal ein Zierchen hinterher mit einer 96er Bewertung. Also wenn man hier nicht auch 193er bauen kann, dann weiß ich auch nicht. Das muss ja locker flockig funktionieren. Das ist ja, man kriegt ja so verrückte Karten. Also jetzt mal auf Ernst. Was ist denn hier los? So, ja, einfach nochmal so ein Oblack hinterher mit einer 95er Bewertung. Entspannt. Ganz entspannt. Ja, und dann nochmal ein Silber. Damals war es aber immer so ein Ding, dass man in jedem Draft eigentlich einen Silberspieler bekommen hat. Check auch nicht warum, aber es war halt damals so.
ist heutzutage besser, dass man keine Silberspieler mehr bekommt. Ein bisschen mehr Chemie wäre aber nicht schlecht, wenn ich ehrlich bin. Kostic. Werden wir ein bisschen mehr Chemie noch bekommen in der Startelf vielleicht? Nicht? Warum nicht? Wir machen so. Dann kommt Süle fürs Erste raus. Tauschen wir die beiden nochmal um. Und die beiden. Ne, warte mal. Wie wollte ich es machen? Ich habe den falschen mitgenommen. Ich habe gefettfingert. Ey, ich habe ja gerade dicke fettfingert. Den wollte ich gar nicht mitnehmen. Aber eigentlich nicht schlecht, dass ich den mitgenommen habe. Ich wollte den Innenverteidiger aus der Premier League haben. Hä? Ich war doch auf dem drauf. Warum habe ich den falschen bekommen? Oh mein Gott. Mondi hat die gleiche Chemie wie der jetzt drin ist. Aber der Bruder wird uns noch viel mehr Chemie geben. Egal, komm, wir nehmen Mondi. Wir pokern ein bisschen. Wir pokern ein bisschen auf den Manager, damit wir ein geiles Rating haben. Rechtsverteidiger. Achso, wir kriegen jetzt ja nur noch einen Torhüter. De Gea. Yo, auch nochmal De Gea. Ist das Totti? Team of the Year, De Gea. Krass. Krass, 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 krass. Okay, nehmen wir mit. Mal gucken, auf was für ein Rating wir kommen, wenn wir sortieren. Vergleicht einfach mal diese Bank mit den Main-Teams, die man momentan im Footdraft in FIFA 22 bekommt. Und dann ist da noch so ein Pelé drin. Verrückte Spieler. Verrückte Spieler. Wie viel gibt uns der Manager? Der Manager gibt uns auch nochmal einen saftigen Pablo-Punkt. Einen saftigen, schönen, leckeren Pablo-Punkt. Die Pai Pele, De Gea Totti. Geil. FIFA 20. It's in the game. FIFA 20 Draft. Let's go. Brand Stanley ist aktiv. Und Brand Stanley geht mit der 4-5-1 Offensiv. Und Brand Stanley kriegt einen geilen Captain. Und was er für einen geilen Captain bekommt. Munir, was der für ein ZOM bekommt, seht ihr hier. Neymar in Form. Uiuiui. Aber ich nehme lieber James Rodriguez mit, weil damals war er noch in einer guten Form. Und damals konnte man ihn noch zocken. Und wisst ihr, wen man damals auch noch zocken konnte? Prime Icon Moments R9. Ey, es macht so Spaß. Es macht so Spaß. Es macht so viel Spaß hier gerade. Ich muss sowas öfters machen. Ey, wie gesagt, ich mach das auch nochmal mit Packs oder so. Ich mach das Ganze auch nochmal mit Packs. Und Salvio, der legt gerade gar kein Auge, oder? Der legt gerade gar kein Auge auf uns hier bei seinem Torjubel. Gar kein Auge. Ja, hast ja null Auge gelegt, ne, Salvio? Mein Gott. Linksverteidiger. Wen kriegen wir auf der linken Seite? Einen schönen, leckeren Jordi Alba mit dem grünen Link. Wen kriegen wir auf der rechten Seite? Eine schöne, leckere Icon? Nee, aber ein Valencia. Oder ein Walker. Highest rated, Valencia. Bro, ich glaube, wir machen hier sogar ein 194 Rated, wenn das so weitergeht. Wenn das so weitergeht, machen wir auf Ernst ein 194 Rated oder so. Was kriegen wir hier für Spieler? Ich bitte dich. Der Geist ist krank. Ist ja schon von nicht mehr von diesem Planeten, so ein Ding. Donnarumma bei AC. Was? Das fühlt sich so falsch an, Donnarumma bei AC zu sehen. Ja, so ein Garincha. Schalten wir auf Salvio, dann nehmen wir lieber einen Garincha mit. So und nicht anders, oder? Warum nicht gleich so? Warum, ja, ein Leibold Tots auch super, der jetzt in der zweiten Liga zockt und nicht mal den Aufstieg schafft mit dem HSV zusammen. Umtiti, für die Chemie. Alles für, wie, das gibt nicht mal plus Chemie. Hä? Der hat doch einen orangenen Link. Na gut, egal. Vielleicht, wenn wir gleich einen Torhüter bekommen. Kriegen wir noch mal ein bisschen Chemie. Ich brauche aber auch noch ein ZM, sehe ich gerade. Einen schönen ZM brauche ich noch. Dann nehme ich jetzt erstmal den mit, dann kriegen wir schon mal Chemie. Auch wenn da ganz andere Spieler noch am Start waren. Wir wollen aber diesmal full Chemie haben, also 100. Mal gucken, ob wir es schaffen. Ein 94er Smalling ist ja so chillig. Ein 94er Hullet, so, warum nicht? Hier, das gibt nicht mal Minus richtig, so. So plus 1 nochmal, schön. Ganz entspannter Hase. Dann sortieren wir den nochmal nach vorne. Den nochmal nach vorne, dann sind wir auf eine 93er Bewertung. Einfach so 293er in einem Video bauen, warum nicht? Boah, ich kann mich noch erinnern, diese Karte war auch damals sehr geil. Plus 2, tun wir den ins Tor. Tun wir den ins Tor, Salvio nach vorne. Sind wir gleich auf einer 94er Bewertung. Auch nicht schlecht. Kommt noch mal kurz ein Rashford und ein Kanté vorbei. Ja, so Lala, Diego Carlos. Nehme ich Lala mit? Ja, der wird uns Full Chemie auf jeden Fall schon mal geben. Aber nur plus 2. Diego Carlos wird plus 5 geben. Aber weniger Chemie. Was machen wir? Wir gehen auf Full Chemie mit Lala. Scheiß auf Diego Carlos. Wir sind ja auf einer 193. Passt doch. Passt doch super. Und zu guter Letzt haben wir noch einen Hugo Lloris am Start. Brauchen wir gar nicht reintun. Ich sortiere die Bank. Und dann baut man hier auch mal ganz gechillt einen 192er mit ein paar Icon-Moment-Spielern wie R9, Hullet, Garincha. Warum nicht?
Also, FIFA 20 hat mir auch gefallen. Mal gucken, wie es in FIFA 21 aussieht. Okay, okay, okay. Ich habe einfach noch 4,5 Millionen Coins hier über in FIFA 21. Das ist ja brutal. Ey, die FIFA-Fans offensiv, die will mich heute triggern, ne? Die will heute, dass ich sie mitnehme. 99er Neymar als Kapitän. Der zieht die Kapitänsbinde so mit Stolz an, ne? Mit seiner 99er Karte. Summerstars-Karten waren das, oder? 98er Pelé, der grüne Link ist da. Ja, Food Summer Stars. Ich kenne mich so gut aus in FIFA 21. Das war mein FIFA. Da hatte ich die Draft-Krone sowieso schon auf. Da war ich der Draft-King. Da konnte mir niemand das Wasser reichen. Da habe ich so Rekorde aufgestellt. Das war schon unfassbar, ne? Das war schon unfassbar. Von Ronaldo will ich lieber eine Special Card haben. Deswegen nehme ich Borja mit. Und Ekrem mit seiner neuen Frisur, die er gerade erst frisch geschnitten hat. Der Mann hat so Fototag verplant, ne? Der hat so vergessen, dass heute Fototag in der Schule ist. Er war so nicht beim Friseur, hat verschlafen noch, konnte seine Frisur nicht machen. Erste Stunde Fototag gewesen. In seinem Klassenbuch, in dem Klassenbuch, er hat das so verbrannt. Er hat das so nicht mitgenommen, er hat das direkt nach der Schule verbrannt, wo er das bekommen hatte. De Paul, ich nehme lieber den mit wegen der Chemie. Wegen der Chemie, ein bisschen muss man ja auch auf die Chemie achten, ne? Mele, Davis Totti und Robertson. So eine Übersichten liebe ich einfach. Genau sowas liebe ich nämlich. Nicht so ein Schwachsinn wie sonst immer. Nicht so ein Schwachsinn, so Non-Rares und so. So, sowas mag ich nicht. Aber was auf der anderen Seite eben abging, mag ich sehr. Fonte, den kann ich aber nicht einbauen. Obwohl, ich nehme Laporte mit. Ihr seht aber, wie die Karten aussehen. Es ist irgendwie cool, aber irgendwie auch nicht cool. Es ist so ein Mix irgendwie, habe ich das Gefühl. Mal cool, mal nicht so cool. Varane, Real Madrid. Schön. Schön, das nochmal zu sehen. Vor ein Jahr war es noch so. Jetzt ist es nicht mehr so. Navas, PSG. Schmeichel, Patricio. Ich nehme Patricio mit wegen Argentinien und wegen Ruben Dias. Könnte man ja auch noch bekommen, eventuell. Sterling. Wen haben wir noch? Walker. Walker ist besser als der Non-Rare. Zack. Oh. 98er Eden Hazard. Was war das denn für eine Karte? Path to Glory. Das war damit das letzte Event. Ja, man, nehmen wir mit. Wenn wir ihn schon bekommen, nehmen wir ihn auch mit. Geile Karte. Salah aber auch gut, ne? Salah auch gut, aber minus 4. Das ist halt scheiße. Das ist halt irgendwie nicht so geil. Minus 4 Chemie zu bekommen. Ogbonna ist schon besser als Varane auf jeden Fall. Das gibt uns dann wenigstens 100er Chemie. Dann können wir jetzt noch ein bisschen freestylen. Können wir Salah reinstellen zum Beispiel. Minus 1 dann nur. 191 haben wir schon mal. Geht da auch noch mehr? Boah, Mané, Di Maria. Komm, 95er Di Maria. Nächster guter Spieler. Ja, doch. Sabitzer, Bergwijn. Sabitzer wird mitgenommen. Dann haben wir Bamba. Auch nicht schlecht. Den kann man vielleicht sogar Linksverteidiger spielen, obwohl eigentlich unnötig wegen einem Ratingpunkt. Alex Tejes, Fernandinho. Nehmen wir Fernandinho mit, hat nochmal ein höheres Rating als Ogbonna. Und dann haben wir noch zwei Spieler. Den skippen wir. Shaw und zu guter Letzt. Boah. Ulreich, Müll. Ich sortiere mal die Bank. Das war unser FIFA 21 Draft. Manager, gibt keinen Chemiepunkt. Schade eigentlich. Aber wir kommen eher auf 100. Neymar 99, Pelé 98, Robertson. Frisch. Und hier ist auch noch der 1 Chemiepunkt, den wir noch gebraucht haben. Saftig. Und zu guter Letzt sind wir in FIFA 22 angekommen. Da benutzen wir unser Footdraft-Token. Aber die Drafts, die kennen wir ja mittlerweile. Ey, die 4-3-3-Formation ist aber eigentlich nicht schlecht. Hier ist zwar keine ZOM-Position am Start, aber dafür eine ZOM-Position. Hä? Was habe ich denn da gerade gelabert? Egal, ihr wisst, was ich meine. Und so sieht es halt momentan in FIFA 22 aus. Macht gar keinen Bock gerade. Die sollen einfach direkt wieder die ganzen Icon-Karten reintun, weil sonst kann man das auch komplett vergessen. Und ich sag euch, wie es ist, man könnte das Draft auch jetzt einfach so auffüllen. Und es wird gar keinen Unterschied machen, weil man kriegt eh nur Goldkarten. Wir haben den 13. April 2022. In einer Woche kommt das TOTS raus und man kriegt irgendwie nur Müllkarten. Ab und zu kriegt man mal einen Pelé 99. Ab und zu kriegt man auch mal noch eine andere gute Karte. Aber meistens, also 90%, kriegt man nur Müll. Ich weiß nicht, warum die das immer so scheiße verändern, ne? Weil vor 2 Wochen war das noch richtig geil. Da habe ich noch richtig geile Footdraft-Challenges rausgehauen. 192 Draft-Rekord aufgestellt. Und jetzt schwer bis unmöglich, schaffe ich einen 192er. Also man kann auf jeden Fall sagen, sehr, sehr komisch. Sehr, sehr komisch, was die AI hier angestellt hat. Wir sind auf der Bank angekommen. Vielleicht kriegen wir ja noch eine Icon. Jawoll, wir kriegen noch eine Icon. Geht doch. Plus 4. Geil. Kriegen wir noch eine? Stell dir vor, jetzt so aus dem Nichts noch so 5 Stück oder so. Das wäre krass. Partey. Partey kommt Rainey. Weiter geht's mit einem Neymar. Okay, das ist gar nicht so schlecht. Ich sag ehrlich.
Rüdiger auch nicht so schlecht. So, für Alaba rein, 100 Chemie, immerhin. Geil. Müller, wer ist der Nächste? Geil. Ferran Torres, nicht mal seine beste Special Card. Geil. Ansu Fati, wen haben wir noch? Sag an. Die Maria. Wen haben wir noch? Oh Mann, ey. Dempsey mit einer 85er Bewertung. Ich weiß, dass ich in Zukunft, wenn die das nicht wieder... Okay, nächste Woche kommt das Tots, dann wird man auch wieder hier einen 193er bauen können. Aber jetzt mache ich erstmal FIFA 22 Draftpause. Freunde, das ist das letzte Draft aus dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ein Draft in jedem FIFA. 8000 Likes würde ich sehen, dann mache ich ein Pack oder ein Walkout in jedem FIFA. Wir sehen uns, Freunde. Lasst ein kostenloses Abo da. Bis zum nächsten Mal. Peace.